Hallo und herzlich willkommen bei Makramee-Anleitung und einem weiteren Armband-Tutorial. Heute ein eher einfaches und schlichtes Design mit zwei Farben und jeder Menge Perlen. Die Materialien, die du brauchst, um loszulegen, sind 4 braune Bänder der Länge 50 cm, 2 grüne Bänder der Länge 50 cm und 12-mal kleine Perlen mit Durchmesser 2 mm. Du beginnst, indem du 2 der braunen Bänder ungefähr bei Länge 10 cm oben einspannst. Dann links und rechts daneben jeweils ein grünes Band ganz knapp eingespannt und dann wieder links und rechts daneben ein weiteres braunes, auch ganz knapp eingespannt. Leg dir jetzt erstmal alles bis auf die beiden mittleren zur Seite. Dann kreuzt du mit dem rechten über das linke mittlere drüber. Das, woran ich jetzt ziehe, ist also das, was du jetzt straff halten musst. Und das, was jetzt hier nach rechts unten rausschaut, das führst du darüber und ziehst es durch die Schlaufe fest mit deinem ersten Rippenknoten. Als nächstes führst du das linke grüne unter dem braunen drunter hindurch, hältst das braune wieder straff und das grüne wird wieder mit dem gleichen Knoten drumherum gewickelt. Das gleiche nochmal mit dem verbleibenden braunen. Und dann hast du diese Seite schon mal fertig. Jetzt nimmst du dir das mittlere braune, was hier noch rausschaut, und wickelst jetzt das erste grüne, auch wieder mit dem gleichen Knoten, aber eben genau spiegelverkehrt drumherum. Das heißt, du gehst drüber und durch die Schlaufe und nach oben festziehen und dann wieder drüber durch die Schlaufe und festziehen. Und das verbleibende braune natürlich auch wieder unter dem, was innen lang läuft, drunter durchführen. Einmal drüber und durch die Schlaufe und nochmal drüber und durch die Schlaufe. Jetzt kreuzt du auf der rechten Seite die Richtung. Das heißt, das, was innen lang läuft und nach rechts unten zeigt, das führst du jetzt hier so nach links, dass es nach links unten zeigt. Und das, was jetzt darunter liegt, das wird von der anderen Seite drüber gewickelt. Auf der linken Seite das gleiche. Also das, was hier innen lang läuft, das wird jetzt nach rechts geführt, über dem anderen drüber weg. Und der Faden, der drunter lang läuft, wieder drum und durch die Schlaufe festziehen. An dieser Stelle kannst du jetzt die erste Perle einbauen, indem du beide grünen Bänder drin lang führst. Das Band hier läuft wie gesagt die ganze Zeit innen lang und wird jetzt über das Grüne drüber gelegt und das Grüne wieder mit dem gleichen Knoten drumherum. Auf der linken Seite das gleiche, also das Braune, was innen lang läuft, über das Grüne drüber weg und das Grüne mit dem Rippenknoten drumherum. Achtung! Am Ende hast du jetzt hier diese beiden braunen Enden, die einmal von links und einmal von rechts unten rausschauen. Da legst du jetzt das rechte über das linke und das, was jetzt unten rechts rauskommt, das wird um das andere drumherum gewickelt. Jetzt hast du deinen ersten Diamant mit Perle. Und das gleiche Pattern geht einfach immer weiter. Das heißt, das innere Band, was hier nach links rausschaut, das wird von den beiden anderen hier umknotet. Also einmal das grüne drumherum und dann das braune auch noch drumherum. Und das gleiche nochmal auf der
rechten Seite, also das braune aus der Mitte, bleibt das, was innen lang läuft, die anderen beiden werden drunter durchgeführt und du beginnst natürlich wieder mit dem grünen. Das wird zuerst drumherum gewickelt und dann das zweite braune. Falls dir das Ganze jetzt ein bisschen zu klein dargestellt ist und zu schnell geht, ich habe genau zu diesen Pattern auch nochmal ein Grundlagentutorial mit XXL-Bändern gemacht. Da kannst du einfach oben rechts auf den Link klicken, um zum Video zu kommen. Oder sonst unten in der Beschreibung habe ich dir den Link auch nochmal reingepackt. Denk wie gesagt daran, dass das, was hier nach rechts unten rausschaut, jetzt wieder über Kreuz gelegt wird und mit dem ersten anderen Braun umwickelt wird. Auf der anderen Seite das gleiche auch nochmal. Und jetzt nicht vergessen, auch wieder die nächste Perle hinzufügen durch die beiden grünen. Und nun noch das erste grüne auf der rechten Seite festmachen. Und das zweite grüne auf der linken Seite. Dann wieder das rechte von den braunen, die unten rausschauen, über das linke kreuzen, straff ziehen und mit dem anderen drumherum. Das gleiche Pattern führst du jetzt einfach immer weiter durch, bis du insgesamt 10 Perlen eingeflochten hast. Wenn du bis hierhin gekommen bist, sollte dein Armband inzwischen so aussehen und der nächste Step ist nun, dass du die überzähligen Bänder abschneidest. Also hier oben die beiden Zipfel, die wir am Anfang eingespannt haben, die kannst du knapp abschneiden. Auf der anderen Seite natürlich das gleiche. Und dann die überstehenden Enden noch schnell mit dem Feuerzeug angokeln und festdrücken, damit hier nichts mehr aufgeht hinterher. Auch auf der anderen Seite kannst du die beiden längeren seitlichen Bänder abschneiden. Wichtig nur, dass du nicht die in der Mitte abschneidest. Und auch wieder mit dem Feuerzeug angucken. Jetzt müssen wir nur noch die beiden Bänder jeweils auf beiden Seiten verdrillen. Dazu spannst du das wieder oben ein und führst immer gemeinsam die beiden miteinander in einer Spirale sozusagen. Also so miteinander immer weiter verdrehen, dass keines über das andere dominiert, sondern beide sich miteinander verdrehen. Das braucht vielleicht ein bisschen Übung, aber wichtig ist, wie gesagt, dass kein Band in der Mitte straff gezogen wird und das andere drumherum, sonst geht es wieder auf, sondern dass du wirklich gleichmäßig links und rechts den gleichen Druck sozusagen hast und das miteinander verdrehst. Die überstehenden Enden kannst du am Ende natürlich noch verknoten. Pass dabei auf, dass du noch genug Platz hast, um am Ende noch eine Perle einknüpfen zu können. Und dann abschließend hier nochmal einen Knoten, damit die Perle nicht wieder rausrutscht. Dann kannst du hier die Enden auch wieder abschneiden und mit dem Feuerzeug veröden.
Das gleiche wiederholst du nur nochmal auf der anderen Seite. Jetzt sollte dein Armband ungefähr so aussehen. Und was noch fehlt, ist der Verschlussknoten. Dazu legst du die beiden Bänder übereinander. Und eines der grünen Bänder, das beim Abschneiden übrig geblieben ist, das kannst du unter den beiden drunter durchführen und dann von links so eine 4 legen, von rechts über diesen Zipfel drüber, dann unter allem durch und durch die Schlaufe rausziehen. Dann die Richtung tauschen, also von rechts über beide drüber und von links dann unter allem durch und hier auch wieder durch die Schlaufe. Und das machst du jeweils noch einmal auf beiden Seiten. Wenn dir das jetzt gerade zu klein oder zu schnell ist, dann habe ich dazu auch wieder ein XXL-Video für dich vorbereitet. Da kannst du auch wieder oben rechts auf den Link klicken oder unten in der Beschreibung dem Link folgen. Am Ende natürlich auch wieder die Enden abschneiden und mit dem Feuerzeug festmachen. Wenn alles gut gelaufen ist, solltest du jetzt hier an den beiden Enden ziehen können, um damit die Größe des Armbands einzustellen. Für heute sind wir erstmal fertig. Ich danke dir fürs Zuschauen, freue mich wie immer über einen Daumen nach oben und hier links findest du ein weiteres Video von mir und wenn du meinen Kanal abonnieren möchtest, dann kannst du hier einmal auf der rechten Seite klicken, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir einen tollen Tag. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Video.